Aulophobie. Die kennt jeder von euch, oder? Das ist die Angst vor Holzblasinstrumenten. Noch nie ein Kind auf der Grundschule gehabt? Das ist so diese pathologische Angst vor Blockflöten. Die Angst vor Blockflöten. Mein Sohn ist jetzt in der Bläserklasse. Ich finde das auch semantisch ein echtes Problem. Also Blechbläser, aber das mit den Blockflöten habe ich hinter mir. Weißt du? Aber man ist ja als Eltern-Dings ist man ja, also schon, man will schon Interesse heucheln und latscht man hin und guckt, was die Kleinen da so alles zu Wege bringen. Und dann erzählt man da, dieser Lehrer darf man auch nicht mehr sagen, das klingt so autoritär. Der Dings, dieser Krippenspielbeauftragte, also der, dieser ABC-Promoter, sagt man heute wahrscheinlich, ja. Grundschullehrer, sagt man da. Du, Herr Reis, wir erzählen die Weihnachtsgeschichte diesmal postfaktisch, ja. Also mit Geschwisterkind, ah, sehr interessant, ja. Bei uns werden also Jesus und Jesusi geboren, ja. Das ist viel genderkorrekter, damit sie das Bild der Erlösung nicht so patriarchalisch in den zarten Kinderseelen manifestiert. Ah ja. Also Christus und seine Christussi-Praktik, also hör mal, das klingt nach Trump. Ja, das wie in der Elternkonferenz auch so gesehen, deswegen heißen die bei uns Honey und Nanny, ja. Das sind zwei laktoseintolerante ADHSler mit kannibalischem Migrationshintergrund, ja. Honey und Nannyball quasi, ja. Die Lektor-Zwillinge, das ist echt krass und voll performativ, ja. Also Angst, essen Seele auf und Honey essen Nanny, aber nicht sofort, ja. Ja, es ist vollkommen Avantgarde und experimentell auch, ja, wegen der Zuschüsse. Alles nackt natürlich, sie fliehen auf ihrem hochbegabten Esel Wendy, ja, ins gelobte Land nach Deutschland. Die Fluchtursachen sind klar, da haben wir einerseits den stumpfsinnigen Stiefvater. Josef ist ein, wie soll man sagen, ein veganer Werwolf mit bipolarer Essstörung, ja. Es ist auch schwierig für so einen Werwolf, wenn der nur Tofu reißen darf. Sie schütteln den Kopf, weil ein Tofu ist ja gar kein Fluchtwild, ja. Das bleibt ja einfach sitzen, so ein Tofu, ne, und ist auch vom Fleisch her eher lapprig, ja. Der Josef war also nicht gut drauf und hatte auch Probleme mit seiner Frau. Das ist die Übermutti Maria gewesen, eine nymphomanische Jungfrau mit vaginalen Wahnvorstellungen, die also glaubt, der liebe Gott hätte sie mit K.O.-Tropfen. Nee. Also, das.